Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auf das Herzlichste begrüßen bei der Sendung Lampenfieber aus der MUK Musik und Kunst, Privatuniversität der Stadt Wien. Und ich habe heute einen besonderen Gast, der ist so fesch. Die Damenherzen werden schneller oder höher. Sie werden beides. Hauptsache Sie schlagen. Schlagen, ja. Und zwar Marc Seibert. Er spielt gerade bei uns in Wien im Tanz der Vampire. Wie heißt der Graf? Graf von Krolock. Siehst du? So heißt er, ja. Aber bevor ich mit ihm plaudere und bevor er mir natürlich intime Sachen verrät, möchte ich Sie ins Ronacher entführen zu Next Generation. Show must go on! The Next Generation im Ronacher Theater in der Wiener Innenstadt. Hier performen die Stars von morgen mit den Stars von heute. Grund genug, einer Frage nachzugehen. Wie wird man ein Star? Indem man interviewt wird. Bin ich jetzt der Star? Mit sehr viel Mut und also mit viel Arbeit. Seine Ausstrahlung, sein Können. Jemand ist ein Star, wenn der auch einen Charakter hat und wenn der auch menschlich bleibt. Weil sie charismatisch sind. Vielleicht, weil ihn die Medien zum Star machen. Also ich denke, wenn man öfters was macht und dann in die Zeitungen kommt. Und das, an das glauben, dass man ein Star wird. Einer der Stars von morgen ist die 24-jährige Cornelia Mooswalder. Die Steirerin aus Leoben kann stolz sein, ist sie doch frisch gebackene Musical-Absolventin. Also für mich ist ein Star einfach ein Mensch, der Leute berührt, sei es jetzt in trauriger Art und Weise, in lustiger Art und Weise. Ich glaube, deswegen ist man dann auch so beliebt bei den Leuten und wird dann irgendwann, ja, zum Star. Without a nickel to my name, caught the bus, here I came, could be brave or just insane, we'll have to see. Für mich ist ein Star jemand, der erstens einmal natürlich lang oben bleibt, also nicht eben ein Shootingstar, der dann sofort wieder runtergeht, sondern jemand, der 30, 40 Jahre lang in dem Business oben bleibt. Das ist halt echt, also das finde ich halt Wahnsinn auf der Bühne, dass man halt wirklich, es ist so ein Gefühl, ich kann das gar nicht beschreiben. Was die Stars und Sternchen hier eint, alle studieren und studierten sie musikalisches Unterhaltungstheater an der MUK Privatuni der Stadt Wien. Sie sehen eben die 6 Absolventen, die heuer den Abschluss gemacht haben und die werden sehr unterstützt von den anderen 3 Jahrgängen. Wir haben also, wenn man hier steht, hat man eine große Zukunft hinter sich. Isane Jane. Aber so ist das nun mal. This is time for a shake-up. Look at me, wake up. I'm taking control. This is a new beginning. Unser Studiengang endet ja mit einem Bachelor und Teil der Bachelorprüfung ist eine Bachelor-Show. Das heißt, jeder Studierende muss eine 15- bis 20-minütige eigenständige Show entwickeln, indem er verschiedene Lieder aus Musicals oder Kabarett oder was auch immer nimmt, mit Monologen und eine kleine Geschichte daraus macht. Die schlimmsten Gäste sind nicht die, die zu spät kommen, nein, die Schlimmen kommen zu früh. Der Tisch ist noch nicht gedeckt und die Küche desolat und vielleicht wollte Maya mal noch mal kurz ins Bad. Zu früh! Und statt zu fünfen zu dritt und jeder bringt seinen eigenen Wein mit. Nicht nur als Gastgeber hat man es schwer, auch als Star muss man einiges aushalten. Und der Vorteil ist, man wird natürlich bevorzugt behandelt und wie ich immer als Metapher sage, man kriegt immer einen schönen Tisch im Lokal. Aber der Nachteil ist natürlich, man ist halt auch nie unbeobachtet. Nein, lass die Gastgeber machen! Wir
man so ein Liebling vom Volk ist, dann ist man natürlich auch so Eigentum vom Volk. Nein, sie hocken sich nicht hin, sondern rennen in die Küche. Das riecht ja gut und andere tolle Sprüche. Ich hatte mit Liza Minnelli mal zu tun, die nur mit Leibwächtern sitzt im Restaurant, wenn sie privat sitzt, weil sie nicht allein da sitzen kann, weil jeder erkennt sie und geht da hin und spricht sie an. Ist auch nicht so einfach. Bei uns ist ja, wenn einer bekannt ist, dann geht er auf der Straße und das heißt der Assinger oder eben der Nevarani oder irgendein anderer Sportler und dem klopft man auf die Schulter und bist eh leiwand. So. Es begegnen dir ständig Menschen, die dich kennen und die ein Bild von dir haben. Für mich sind die alle wildfremd. Wenn du jetzt sagst, Wegal und mir auf die Schulter schlägst, weiß ich, okay, wir kennen uns nicht von früher. Ist es denn so schwer, einen Mann zu finden, der hilfsbereit ist und kultiviert? Und mich auf das höchste Podest stellt? Und, naja, vielleicht auch ein bisschen Geld hat? Ich werde versuchen, halt so ehrlich zu sein wie möglich und mein Bestes zu geben und ich hoffe, es kommt dann gut an bei den Leuten. Aber das sehen wir ja dann. Bitte teilt keine Tomaten aus. Will man den Weg zum Star einschlagen, beginnt man besser früh als spät. Cornelia Mooswalder wollte schon als Kind auf die große Bühne. Kindergarten schon gern. Ich bin gern auf der Bühne gestanden, da gab es dann die Kinder, die mega nervös waren und die dann irgendwo hin, keine Ahnung, hingekotzt haben oder was weiß ich. Und ich war einfach immer gern auf der Bühne eigentlich und ich war schon nervös, aber es war dieses positive Kribbeln irgendwie und dieses, oh, ich freue mich und so. Ihren Weg wollen viele gehen. Dementsprechend groß ist die Konkurrenz. Wir haben jedes Jahr über 300 Menschen, die sich für die Aufnahmeprüfung bewerben an der Universität. 8 bekommen einen Studienplatz. Ja, es war sehr hart. Ich dachte nicht, dass es so krass wird. Also ich dachte, ja, da gehst du hin und singst ein bisschen. Und wir mussten ja Stücke vorbereiten, also Gesangsstücke und Schauspielstücke. Es gab so einen Musikalitätstest und Improvisationstheater, ganz kurzes, und Tanzen. Zum Schluss war es wirklich so, da waren dann wirklich nur noch gute Leute, fand ich. In der letzten Runde waren wir nur 20. Und da hatte ich dann Glück und bin dann unter die letzten 8 eben gekommen und dann wurde ich aufgenommen. Ja, toll hat sich das angefühlt, das war super. Es war so, oh Gott, jetzt habe ich es geschafft. Und im Endeffekt hat man es geschafft, aber eigentlich ist es erst der Anfang von allem, weil es ist mal das Studium und jetzt muss man erst recht wieder auf Auditions gehen und schauen, ob man es dann schafft. Die ganze Zeit habe ich meine Eltern so gehört, nein, mach hier was Gescheites, mach was Gescheites. Habe es ihnen denn nicht erzählt, dass ich die Aufnahmeprüfung mache? Und dann habe ich die geschafft und dann habe ich halt zu Hause angerufen und gesagt, du Mama, ich habe übrigens die Aufnahmeprüfung am Konz gemacht und bestanden für Musical. Und sie, wieso studierst du nicht Oper? Wir haben nur dieses eine Leben. Wir haben nur dieses eine Mal. Wir sind nicht hier, um aufzugeben. Träume haben freie Wahl. Wir haben doch kein zweites Leben. Das war ein Ausschnitt aus der Next Generation, aus dem Ronach in Wien. Und jetzt bin ich weiter bei meinem Fashion Interviewpartner. Ja, lieber Max Seibert, das kommt dir alles bekannt vor, gell? Sehr bekannt, sehr bekannt. Du warst Jahre, also du hast erst, wie ich gehört habe, in New York studiert. Ist das wahr? Ja, es war während dem Studium eigentlich. Es war wie ein Auslandssemester. Du bist in Frankfurt geboren, genau. Wolltest
Sänger werden, richtig, sagen wir Sänger, ja, allgemein. Ja. Und bist du dann gleich nach New York gegangen oder wie war das? Nein, ich bin erst nach Wien gegangen. Allerdings ein bisschen der Liebe wegen. Ich habe jemanden kennengelernt im Urlaub, die hier in Wien war. Und dann war bei mir damals diese Entscheidung, wohin gehe ich zur Ausbildung? Ja. Und dann habe ich verschiedene da Städte. Die Liebe. Da die Liebe hat dann mal das Zünglein an der Waage und hat mich hier nach Wien gebracht. Und dann habe ich erstmal hier angefangen und dann bin ich irgendwann im zweiten Jahr oder so, bin ich, glaube ich, für ein paar Monate nach New York, weil ich das eben auch mal kennenlernen wollte. War das auch eine Liebe? Nein, das war einfach reines Interesse. Und du hast hier eine Abschlussprüfung gemacht? Genau, richtig. Mit welcher Rolle? Ich weiß es gar nicht mehr, es ist schon ein paar Jahre her, es war 2005 war das. Wir mussten ein Programm machen von, ich glaube eine halbe Stunde oder was, wo dann verschiedene... Das ist aber viel. Wo verschiedene Elemente drin sein mussten, es musste was getanzt es sei natürlich ein Abtempo, eine Ballade, es musste ein Monolog drin sein, all das Ganze. Und da habe ich die Diplomprüfung gemacht. Ja. Genau. Glaubst du, was macht eine Musical-Star aus? Oh, also vor allem, glaube ich, eine große Disziplin. Man muss nicht nur einmal gut sein, man muss nicht ein bisschen Talent haben, sondern man muss über einen langen Zeitraum, über viele, viele Vorstellungen muss man ein hohes Level halten. Viele Vorstellungen vor allem, bei uns sind das ja, nicht selten sechs bis acht oder mehr Vorstellungen sogar die Woche. Da muss man immer ein gutes Level haben und wenn man sich einen wirklichen Namen machen möchte, dann muss das über verschiedene Jahre auch funktionieren. Tanzen, singen, sprechen, Schauspiel. Richtig, ja. Das alles gleichzeitig. Womöglich. Richtig, das gleichzeitig ist es vor allem, genau, richtig. Natürlich hat man dann doch irgendwo so seinen Schwerpunkt. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt als Tänzer engagiert, aber wenn eine Rolle ein bisschen sich bewegen muss, hoffe ich nicht, dass ich deswegen aussortiert werde. Also so viel tanzen muss ich können. Musst du können. Genau, aber jeder hat so seinen Schwerpunkt. Der eine ist ein bisschen mehr Tänzer, der nächste ist ein bisschen mehr Sänger, Schauspieler und so. Also das stimmt schon. Also dass man alle drei Disziplinen gleich auf einem ganz hohen Level beherrscht, gibt es ganz selten. Aber du machst es schon, weißt du, wärst du nicht der Star. Ja, ich versuche es. Sag mal, wie heißt dieser Graf, den du jetzt spielst im Tanz der Vampire? Graf von Krolok. Ja, genau. Ja. Aber wunderbar, habe ich ja gesehen vor kurzem. Macht doch viel Spaß. Ich muss sagen, diese Inszenierung ist auch sehr, sehr schön. Sehr schön. Ich habe auch den Vergleich, weil ich es auch in Deutschland spielen durfte. Und ich bin sehr froh, dass ich es in meiner Wahlheimat Wien auch spielen darf. Ja, lieber Marc, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Ganz Dank für toll. Das nette Interview und danke für die Einladung. Fein, gerne. Ja, wir schauen wieder ins Rohrmacher zu The Next Generation. Show must go! Stars von morgen performen mit den Stars von heute. Im Ronacher Theater zeigt sich, ob die MUG-Studenten und Absolventen das Zeug zum Star haben. Aber wie genau wird man überhaupt ein Star? Man muss singen können, muss tanzen können, man muss sprechen können, man muss Schauspieler sein. Und das muss man von der Pike auf gelernt haben. Es gibt natürlich über die Ausbildung hinaus auch das, was man das gewisse Etwas nennt. Das gibt es tatsächlich. Das kann man nicht kaufen, das kann man nicht lernen. Once my clothes were shabby, tailors called me cabbie, so I took a vow. Das andere ist natürlich die technische Seite. Du musst dir eine gute Technik beibringen, weil wenn du nur Persönlichkeit hast, aber dich weder ein Mensch versteht, weil du schlecht sprichst, oder dich hört, weil du leise singst, oder weil du keinen geraden Schritt tanzen kannst, dann wird es mit der Persönlichkeit nicht lange genügen. Dance with me, I want my arms about you. Alle Weltstars, die ich getroffen habe, waren immer sehr, sehr fleißig und haben sehr hart gearbeitet und tun das heute noch. Irgendwann schwöre ich dir, geht für uns ein Himmel auf. Doch zur Arbeit des Stars gehört auch, sein Publikum in den Griff zu bekommen. Ich glaube, das Publikum merkt, ob du ehrlich bist oder nicht. Man fühlt dann mit. Ich glaube, das Publikum spürt das und geht dann mit, hoffentlich. Sonst muss man halt für sich selber klatschen. Geht auch.
Wir haben noch jemanden, der ein uralt Absolvent ist. Uralt. Der ist älter als ich. Das ist wirklich alt. 4 Monate, aber er ist älter als ich. Hier ist er, ich freue mich sehr, dass er hier ist, Viktor Gernot. Viktor Gernot hat auch an der MUG studiert. Zu seiner Zeit hat es den Bachelor-Titel noch nicht gegeben. Ich wünsche den Kolleginnen und jungen Kolleginnen und Kollegen alles, alles Gute. Ich bin mächtig angefressen, dass die inzwischen einen Bachelor kriegen. Ich finde das nicht in Ordnung. Bachelor? Ich finde das nicht in Ordnung. Wir haben auch hart gearbeitet. Mein Bachelor. Bachelor. Streng genommen, Bachelor in Österreich so viel wert wie Alter. Aber trotzdem, ich bin schon Bachelor. Eigentlich. Muss ich sagen. Ich singe eine ruhige Nummer und erzähle eine kleine Anekdote, weil die Kolleginnen und Kollegen eh alle so Gas geben und groß spielen. Ich spiele halt ein bisschen kleiner. Schatz, ich sollte ruhig sein und dir schwören, ich tue das nicht nur, weil ich eitel bin. Schau mich an und sag mir, dass Verliebtsein nicht verrückt ist, sondern Lebenssinn. Mein Herzl schlagt, komm, denk nicht nach, weil sonst versammer unsere Chance auf nur einen Kuss und dann ist Schluss. Seit den 80er Jahren steht er schon auf der Bühne und hat Musical- und Kabarettpreise eingeheimst. Wie fühlt es sich an, ein Star zu sein? Ich bin nach wie vor der Gernot, wie er auf die Welt gekommen ist und die Jahre durchlebt hat. Ich esse, ich trinke, ich gehe aufs Klo, ich schlafe, ich habe manchmal Schmerzen, manchmal bin ich schmerzfrei. Also als Star, es ist eine reine Sache der Außenwirkung oder der Behauptung, wenn man eben auf ein Plakat schreibt, er ist ein Star. Aber Star ist kein Beruf. Okay, also mein ganzer Name ist, und das ist jetzt kein Scherz, Nathanaele Eugenio Pipino Maria Clotario Christoph Lawrence della Torre di Valsassina Col. I was wrong. I'll forget you, I will. While you are still burning inside my brain. Romance. Nach knapp 2 Stunden geht das Star-Aufgebot im Ronacher in den Endspurt. Zum Schluss gibt's noch Geheimtipps für die Stars von übermorgen. Ordentliches Handwerk lernen, wissen, was man kann, seine Grenzen kennen und pushen und auch seine Schwächen kennen. Und lass dich nicht von einer Deutschland sucht den Superstar-Mentalität einlullen, dass man glaubt, na, ich brauche nur einmal ins Fernsehen gehen und dort schön singen, weil im Boot singen ja immer so schön und dann bin ich ein Star. You gotta have heart and music. You gotta have heart. Diese besondere Aufmerksamkeit, die dir das Publikum oder vielleicht die Medien auch schenken, nicht verwechseln mit der Annahme, dass man wirklich etwas Besonderes oder Herausragendes ist. Wir haben einen privilegierten Beruf und wenn du da besonders erfolgreich bist, das ist schön, das ist super. Arbeite weiter hart, klopf dir auf die Schulter, aber glaub nicht, dass das so gehört. Und so kann man ein Star werden, der trotz Höhenflug am Boden bleibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt ein paar Schritte weiter sind wir schon im Musikverein und da schauen wir, was der Beethoven dort macht. So klingt Beethoven auf historischen Instrumenten in alter Stimmung. So klingt Beethoven auf modernen Instrumenten. Die Gegenüberstellung wird von Studierenden der Musik- und Kunstprivatuniversität Wien heute Abend tadellos im gläsernen Musiksaal des Wiener Musikvereins dargeboten. Unter dem Titel Historisch trifft auf modern präsentieren die Studierenden ihr Können einerseits als Klaviertrio und andererseits als Septett. Das Interpretieren klassischer Werke auf historischen wie auch auf modernen Instrumenten ist eine Herausforderung, der die jungen Talente regelmäßig im Rahmen ihrer Ausbildung begegnen und bravourös bewältigen lernen.
Wie es ist, auf dem Hammerklavier spielen zu dürfen, wie es einst Beethoven tat, weiß die estnische Pianistin Alexandra Kamenskaya. Ganz anders als auf dem modernen Klavier. Anschlag ganz anders, viel sensibler, statt der große Fortissimi sollte man so Mikrodynamik machen und mehr zwischen Pianissimo und Mezzopiano, also sehr, sehr feine Dynamik. Klingt doch ganz einfach, würde jetzt ein Toningenieur sagen. Aber im Publikum sitzen heute nicht nur Experten wie der weltberühmte Beethoven-Forscher William Kinderman, der heute Abend im Rahmen dieses Konzertes einen Einführungsvortrag über Beethoven hält. Es sind auch viele Familienangehörige, Freunde und Bekannte der Studierenden, die sich diesen besonderen Abend nicht entgehen lassen wollten. Vor der Pause ist Beethovens Klaviertrio Es-Dur Opus 38 zu hören. Es trifft auf das Septett Es-Dur Opus 20 nach der Pause. Durch die unterschiedliche Instrumentierung dieser reizvollen Gegenüberstellung soll der Schaffensprozess für das Publikum nachvollziehbar gemacht werden. William Kinderman, der selbst an der Musik- und Kunst-Privatuniversität unterrichtet, ist hochzufrieden mit der Performance der Studierenden. Auch wenn für die Koryphäe der internationalen Beethoven-Forschung das Üben nie zu Ende sein sollte. Wie Beethoven oft sagte, die Kunst ist lang und das Leben kurz. Also die Aufgabe, alles herauszubringen, deutlich zu vermitteln bei dieser musikalischen Kunst, ist schwierig. Und deshalb muss man immer wieder versuchen, die Interpretationen zu verbessern. Also zu bereichern. Jetzt sind wir schon fast bei dem Ende der Sendung Lampenfieber. Ich darf mich auf das Herzlichste verabschieden. Und verabschieden muss ich mich ja leider auch von unserem Stargast, Herrn Marc Seibert. Vielen Dank für die Einladung. Dass er noch viele, viele, viele Engagements in Wien hat, dass wir ihn bewundern können. Vielen Dank. Und Sie wissen ja, was jetzt kommt. Das Musikzuckerl